Shalom Aleichem, tägliche Tanja, 23. Cheshvan, Igeret HaKodesh 30. Eine Erklärung, das was unsere Weisen gesagt, jeder der gewohnt jeden Morgen zu kommen in die Synagoge, zu beten, und ein Tag ist er nicht gekommen, kommt Hashem, der Heilige gelobt sei Herr, und fragt, wo ist er? Wer ist von euch überhaupt fürchtig? Und in alle Mitzvot, insbesondere in die Mitzvah von Tzedakah, Wohltätigkeit, die Wert ist, so wie alle Mitzvot, auch wenn Wohltätigkeit ist, ohne Versprechen, ohne Gelübde, Gott behüte, aber alle Menschen, alle Soldaten Gottes, die Gottes fürcht in ihre Herzen, werden nicht ignorieren, ihre göttliche Seele, die die geben wollen, zu schenken von ihrem Geld, um zu erwecken die niedrigsten Leute. Also, wenn du spendest Bedürftige, Elende, Toragelehrte, Armen, Ausländer, Kranke, dann hebst du dem Göttlichkeit von Hashem in dieser Welt, das nennt man die gefallene Hütte von David, um zu erheben. Und weil du belebst diese Leute, die Leute haben mehr Vertrauen und Emuna an Hashem, und Hashem wird größer in dieser Welt. Also arme Leute oder Bedürftige oder jemand, der bekommt von jemand eine Spende, er schätzt ihm, er gönnt ihm mehr. Und wenn er nichts bekommt, der arme Mann, dann hat er so eine Missgunst und Frage an Gott. Und so wünscht er dir vom Herzen viel. Heute habe ich gegeben einen Mann hier, kleine Spende, hat er mir gegeben, Segen, Bracha, Verzlacha, sage ich Amen, Segen und Erfolg. Und so, wie es steht geschrieben, Hashem ist groß, wenn er ist in dem großen Stadt. Deine Augen sind in die Schwimmbäder von Cheshbon. Und es ist bekannt, das ist wie eine Erweckung. Du druckst hier unten und kommt Hashems Spiegelung zurück. Von seiner Güte, Wohltätigkeit, Wille, von der Qual des Lebens. Hashem hat keine Grenze. Und seine Königschaft ist eine Königschaft für ewig. Wenn du machst eine gute Tat, ist für Ewigkeit. Weil Tausenden dienen ihm. Und das ist eine große Rechnung. Weil von ein bisschen wird er voller Schüssel. Und das ist Shalom. Shalom ist eine Verbindung zwischen Liebe und Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, obwohl hast du nicht verdient. Aber ich überspringe über meine Schatten und gebe doch. Und das ist die Ecke der Welt. Und sie kommt in diese Welt, in die Welten Bria, Yetzira, Asiya, mit Grenze und Zahl. Also du kannst nicht sagen, letzter Schabbat in die Synagoge habe ich bekommen Mafti. Hat man gefragt, wie viel spendest du? Ich habe gesagt, 10 mal 18. Das ist 180 Shekel. Dann kam Sonntag früh, wie ein guter Deutscher, habe ich gleich gegeben, $70. $70 ist 240 Shekel. Sagt er, warum mehr? Sagt er, weil ich habe ein gutes Gefühl zu geben. Und das ist eine wichtige Sache. Wenn ein Mensch gibt, soll er dreimal dabei gutes Gefühl haben. Vorher, während und nachher. Aber wenn ein Mensch hat überhaupt kein Gefühl, sogar schlechtes Gefühl, Missvertrauen, spielt keine Rolle. Sein Mitzvah wird gemacht, wenn er hat gegeben. Schkoyach.